kurzer Disclaimer am Anfang, das ist halt das erste Mal, dass ich so einen Spaß mache, deswegen habt etwas Nachsicht, dass ich das von keine Ahnung habe. Guten Morgen, Kinders. Ich bin gerade aufgestanden und würde euch heute eigentlich mal so in meinem Tag mitnehmen. Hauptsächlich geht es so darum, dass ich euch mit ins Fitti nehme, weil ich gehe dann mit dem Kumpel trainieren. Wir haben Samstag um 12. Okay. Ich werde jetzt noch was zum Mittag kochen und dann geht's auch eigentlich schon los. Und ich meine, was hast du denn? Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Stunde. Es gibt Hühnerfrikassee von Kaufland. Das ist wichtig. Schmeckt mir am besten. Ja, bis auf die ganzen Konservierungsstoffe ist es okay. Und dann gibt es noch Reis. Langkornspitzenreis mit einem japanischen Löffel oder chinesisch. Keine Ahnung. Aber es ist Reis. Und noch Reis. Ich esse gerne Reis. Bestimmt auch so voll cool sehen, wie ich mir den schräg mache. Keine Milch da. Plus BCAAs und Wasser schmeckt nicht lecker. Kreatin. Aber, Moment. Geht halt immer noch echt mit der Kamera. Holy shit! Da haben wir sowas. Kreatinmonohydrat in Tabletten, wenn ich unterwegs bin, und BCAAs in dem 4-1-1-Verhältnis in Tablettenform. Wobei hier am meisten. Ich habe jetzt ungefähr eine Viertelstunde geredet. Um dann festzustellen, als ich die Aufnahme aufhören möchte, weil ich ganz viel Scheiß erzählt habe. Weil ich euch erzählt habe, wie man Reis mit Hühnerfrikassee kocht. Weil ich gedacht habe, weil ich das sehen wollte, wie das in meinem Handy aussieht. Und ganz viele Sachen erzählt habe. Lief die Aufnahme nicht. Mein Essen ist zumindest gleich fertig. Sprich, kann ich dann zeigen, wie fertig das Hühnerfrikassee mit Reis aussieht. Es gibt sogar Menschen, ich kenne Menschen persönlich, die das nicht hinkriegen, Reis und Hühnerfrikassee zu kochen. Es geht dann auch ins Training. Ich habe jetzt BCAAs genommen, 4-1-1-Verhältnis und Kreatin. Kreatin, Wassereinlagerung, Muskeln, Kraft, Nährstoffe, Muskel und BCAAs, 3 essentielle Aminosäuren, sollte klar sein. Geht halt in der Kamera. Ich bin so busted. Aber das Wichtige ist, ihr müsst den Reis immer wieder anstochen. Fuck. Also so mit so einem irgendwas reinpieksen. Dass der nicht zusammenklumpt, dass da schön Wasser überall reinkommt, dass der schön quellen kann. Und beim Hühnerfrikassee in Beuteln ist es das Gleiche. Ein bisschen drehen. Wenn ihr den dreht, dann haut er auf, weil er ist ja gefroren. Haha, und vergesst nicht, das Salz in den Reis zu tun. Das ist wichtig. Ich würde es auch gesagt. Aber danke, Rito. Danke, Merkel. Und es ging vor zum Salz, deswegen habe ich ein LOL-T-Shirt an, weil LOL ist Salzgehalt pur. Meine Fresse. So, jetzt nochmal ganz kurz zum Tagesplan. Ich habe Markus gefunden. Ich habe da meinen Tree mit. Wir gehen jetzt ins Fitti. Geh, leg mal los. Ich werde probieren, das alles so ein bisschen zu filmen. Hoffentlich sind nicht ganz so viele Menschen da, weil ich mache das jetzt zum ersten Mal und merkt man vielleicht, dass ich scheiße bin. Ja. Genau.
Mal gucken, wie es so läuft. Also ihr seht da ein paar Eindrücke und ich werde vielleicht im Nachhinein nochmal erzählen, was ich gemacht habe. Lassen wir das lieber. Also, bis dann. Ciao. Heute am Start der junge Fitnessgott Martin. Motiviert sich gerade selber. Macht jetzt eine gediegene Brustübung am Kabelzug. Man beobachtet die saubere Ausführung und die gleichmäßige, im Tempo gleichbleibende Wiederholung. Jetzt muss er kämpfen, letzten Wiederholungen. Zeigt dann nochmal alles. Eine sehr gute Brustübung. Mich und den jungen Supreme God Leader, aka Next Fitness YouTuber. Seht euch diese Beinarbeit an, als würde er Treppen hochlaufen. Diese Konzentration. Diese Ausdauer. Kann nicht mehr. Kurz nachdem ich das gesagt habe, kann er nicht mehr. Das ging daneben. Hygiene geht vor, man vergesst nicht das Handtuch, das ist wichtig. Man will ja nicht den Schweiß, den man abgibt, an andere weitergeben. So erhöht das Gewicht, weil ich ein Lauch bin. Und so. Gucken wir uns die Übung mal von der Seite an. Schön, wie er die Arme dann in der hohen Position eintritt, damit er nochmal das Maximale an der Wiederholung rausholen kann. Und wie er sich abwechselt, dass der einmal der linke, einmal der rechte Arm oben ist. Die Technik ist schon sehr gut. Aber ja, jetzt kämpft er. Pause. Immer schön trinken, Kinders. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Mit das Wichtigste. Mhm. Ich hab gehört, wenn man nicht trinkt, stoppt man. Ja, aber auch wenn man zu viel trinkt, stoppt man auch. Also, GG. Tschüss. Ciao. Ciao. So. Das heißt, Marcel macht jetzt noch einen Satz. Und wenn Marcel einen Satz gemacht hat, dann machen wir Liegestütze. Merkt euch, Kinder, nicht ablenken lassen von Vollidioten. Und Training muss Spaß machen. Wenn Training keinen Spaß macht, immer höchste Konzentration zeigen. Und an den Ball Klimmzüge machen. Wichtig. Und Marcel,
Wir machen jetzt Liegestütze. Martin macht jetzt Liegestütze. Marcel auch. Aber abseits der Kamera. Ich krieg dich nicht mehr auf. Seht das, Leute? Der macht Liegestütze von der Decke. Das Scheißbild ist verkehrt rum. Liegestütze von der Decke. So. Ich mache jetzt Kniebeuge, weil ich kann das machen. Und Marcel macht gerade Brust und untermalt das Ganze etwas musikalisch. Das sollte man hören. Aber Andrew? Ich meine, der dachte, der kriegt von mir 100 Punkte. 100 Punkte für Gryffindor oder Slytherin oder Hufflepuff oder. Wie ist das letzte? Naja, das kennst du eh nicht. Nee. Naja, also die Erwärmung ist wichtig, deswegen vor uns Laufbahn. Sag dann nur, weil er beinahe hat wie ein Zahnstocher. Das Beste ist, mein Leck Day nicht mag. Jeder sagt Leck Day. Ich mag Leck Day. Besseres. Ja, Marcel, wo die Majors liegt. Das Lied, was du dir erst nicht anhören wolltest. Ich hab's mir aber schon angehört. Dazu gezwungen. Ja, das stimmt. Weil du mein Computer da drum gespielt hast. Das klingt falsch. Ja, ich bin nämlich Marcel sein IT-Mensch. Ja. Also ich bin ausgebildeter IT-Systemelektroniker. Und ich bin noch ein Industriekaufmann. Ach, ich noch Finanzbuchhaltung. Schöne, saubere Kniebeuge, wo er sehr tief nach unten geht. Die Ausführung sauber und ordentlich macht. Macht jetzt hier im gleichmäßigen Tempo 10 bis 12 Wiederholungen. Ich glaube, ich habe das wird. Denn es kommt ja auf die saubere, ordentliche Ausführung an und nicht darauf, wie viel Gewicht du stemmst. Und dann die überschüssige Kraft auslassen, die man nach. Wie toll ich das mache. Hallo Leute, und ihr seht mich fast gar nicht, weil es dunkel ist. Warte. Scheiße. Wie, du fährst jetzt hier an? Ihr hört meine bezaubernde Freundin übrigens im Hintergrund. Hab ich gesagt, dass sie ein ganz toller Schatz ist? Bin ich sie über alles liebe? Ja, und trainieren. Ich hoffe, dass ich das alles so halbwegs sinnvoll zusammengeschnitten habe. Ich kann euch sagen, es war sehr lustig. Wir gehen jetzt einkaufen. Und wir werden heute Abend nicht kochen, weil die gute Dame hat Prüfungszeit und da möchte ich, dass sie mal außer Haus kommt. Und
Weil es wackelt. Es ist holprig. Tut mir leid. Aber ja, und deshalb gehen wir heute Abend noch Abendbrot essen. Mal sehen, wohin. Ich werde auch noch ein ganz tolles Video mit meiner Freundin geben. Ja, nee. Weil es... Doch. Nee, okay, ich mach das Licht aus, langsam ist peinlich. Ja, mach das Licht aus, ich denke, alle, wir spinnen. Ja. Also, wir sind auf jeden Fall beim Rewe. Ja, siehst du. Das ist Weitwinkel, ne? Die denken jetzt alle, ich bin besoffen. Ja, ich sollte das so nahe tun. Ach, Mann. Willst du den kleinen Krupp schnappen hier, oder was? Verstehe. Das war schon ein schönes Musiksi. Und voll krass, ne? Yeah, du musst seht ihr den Aldi? Ja, nein. Wir, Aldi. Genau, wir gehen jetzt einkaufen und. Oh. Ja. Ja, sag doch Ende jetzt. Ah, Ende Gelände. Schön zwischen die Beine. Nein, das schneide ich raus. Ja, schneid's raus. Mach jetzt. Willst du mir dann Tschüss sagen? Gute Nacht oder so? Nö, wir sehen uns dann nochmal später wieder. Oh mein Gott. Hallöle. Kurzer Nachtrag zu gestern. Wir waren noch Abendbrot essen und wir waren in einem Steakhaus Abendbrot essen. Gefilmt habe ich es leider nicht, aber ich blende euch das jetzt mal ein, was es gab. Lamm- und Rinderhüftsteak. Mit Süßkartoffeln, Pommes und Kartoffelecken. Und ich hatte noch Speckbohnen und Jenny hatte Salat. Heute früh, also wir haben gerade Sonntag, ich habe Spätdienst. Wir haben gefrühstückt ganz normal und ich habe jetzt gerade hier Reis mit Reis. Und Curry, so was in der Art ist das. War mit Hühnchen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Ganze so gefallen. Es war natürlich etwas alles unglücklich gefilmt und alles etwas sehr unprofessionell, das ist mir bewusst. Aber das ist halt so, wenn man davon keine Ahnung hat und sich wie in der letzte Blepp anstellt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat es irgendwie gefallen, besonders das Training, dass das irgendwie aufschlussreich war für euch, wie man nicht trainieren sollte. Nein, man sollte wirklich Spaß haben beim Training, weil sonst ist es Quatsch, das zu machen. Danke fürs Einschalten, falls jemand hier überhaupt noch zuguckt. In dem Sinne, Vogelspinne.